Genau, so ein Millischritt wieder rein, damit man da nicht sofort runterfällt. Minecraft-Log. Pech. Ich hasse den Sprung. Herr, geht doch. Er hasst mich ganz offensichtlich Hashtag auch. Google. Ja, Hashtag Google. Ach, schau doch drauf, ey. Scheiße, ich bin traurig, dass Peter das immer noch nicht geschafft hat. Ja, er ist eben beim letzten Sprung gefallen. Ich weiß, ich hab's gesehen. Es ist traurig, dass Chris immer noch im ersten Sprung hängt. Sehr traurig, dass ich es noch vor dir schaffe als du. Vor dir schaffe als du. Hm? Vor dir schaffe als du. Das wäre wirklich traurig. Toll, da habe ich mehr Blumen als du. Das ist auch schon wieder, endlich so. Mal wieder, ey. So! Peters direkt los hinter dir. Pass auf, gleich kommt Peters Face wieder in deins. Nee, kommt nicht. Ich bin extra weg. Und jetzt, also außen, bisschen rein. Schritt. So. In die Lücke rein. Da von ganz hinten auf jeden Fall. Warte mal, springen. Was? Wieder, wo bis... muss ich denn? Hier ist eine Leiter noch. Hier. Hast du die gerade kaputt gemacht? Ach, da. Nein. Warte mal. Ach du Scheiße. Ich kann dir das auch vormachen. Von ganz hinten? Von ganz hinten? Peter ist direkt hinter dir. Peter macht zuerst. Okay. Außen hinstellen, ja. Minischritt rein. Sprinten und dann dahin. Okay, also. Oh, wieder direkt gemacht, ey. Wie so ein Google. Das perfekte Tutorial. Ach, schade. So, Peter, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Einsteckung, ja. So, und hier Shift nicht benutzen. Und spät abspringen. Ich dachte so, muss man nach dem Block da hinten oder da links hin? Peter, das jetzt auf dein. Ja, ne, hier oben. Eigentlich. Aber du kannst natürlich auch hier links ist. Also, man nennt irgendwo, dass man Blumen nicht mitnehmen darf? Du kannst auch in diese Lücke reinspringen, das geht auch. Ist dann noch schwieriger für die Leute, die richtig Skill haben. Okay, ich mach's nicht. Na, der andere Sprung wird auch. Die sind beide eigentlich relativ gleich. So, also, pass mal auf. Jetzt geht man hier nach außen, ja? Da geht man Pipi-Schritt wieder rein und dann jumpt man einfach. Oh. Du jumpt einfach, nope. Oh. Da hatte ich zu Schiss, wieder abrutscht. Chris, an welcher warst du gerade? Auch an dem mit dem an die Leiter? Ah, das hat sich abgesprungen. Ich muss sagen, das war das zweite Mal, dass ich da war, ja. Ich glaube, der zweite Teil ist, by the way, richtig easy. Aber ein ganzes gucken uns mit. So, Chris, kannst du das mal einsammeln, bitte? Dankeschön. Oh. Ich habe dir Blumen geschenkt, ist das nicht toll? Komm, ich mach das jetzt mal gerade hier, das ist ja... Ja, das ist Kinderkacke hier. Okay, reißt ja wieder die Fresse so weit auf, ja, dass du da reinschlagen willst. Ja, komm doch. Beine. Ja, klar. Oh, Chris, steht wieder in der Sicht rum. Kann man das ja gar nicht schaffen. Mach doch. Ja, mach ich auch. Ja, scheiße, ne? Das hab ich auch gemacht, guck, siehst du? Ja, komm doch. Ja, okay, ich bin da. Wo bist du? Hä? Wo bist du? Sag doch mal. Hier. Was wollte ich mit Schlag nochmal gelegt? Auf U oder nicht? Weg, ja. Oh, zwei miteinander. Oh. Oh, Peter. Nee, jetzt ist gut. Das wäre so gut gekommen, einfach nur. Ja, jetzt nach außen. Jetzt hat Peter mich ganz alleine runterzuschlagen. Nee, ich mach jetzt den Anfang. Und die weiteren Sprünge sind eigentlich nee, nicht so easy. Ja, auch. Ich wollte nur das nicht schaffen, damit ich es ja, nicht vor Christoph mache, weißt du? Der auch, ja. Okay. So, und das ist wieder, du darfst, das ist der gleiche Sprung wie hinten, ne? Du darfst Shift nicht benutzen. Oder du springst hier in die Lücke rein, das kannst du auch machen. Ja. Shift nicht benutzen, ganz spät abspringen. Ja, springen wäre gut.
Keine Sorge, Peter, dein Freund und Helfer kommt sofort wieder. Christ, kann man den eigentlich fällen, den letzten Sprung da? Würde ich ja nie tun, sowas. Ich will jetzt nur mal betonen, dass ich den First Try gemacht habe. Ich habe aber nicht mal geschiftet. Ich glaube, das war vielleicht blöd. Jetzt geht der hier aber auch besser. Es wird besser. Ja, es wird besser. Das ist halt Übung. Das ist halt, deswegen machen wir das Ganze, ja. So, Lukas, jetzt wieder. Aber für die Übung, ne? Klar. Für die Übung. Ja, jetzt ist es nicht schwer. Natürlich. Ja, jetzt hat Peter den Sprung wieder gemacht. Das war, da habe ich mich selber verwirrt. So, und jetzt ganz schnell abspringen. Peter, weil jetzt hatte ich einmal die Chance, es zu schaffen. Was? Ach, nee. Du bist wieder nicht ganz spät abgesprungen. Ja, aber ich dürfte nicht genug dieses Mal. Ja, das ist schon mal besser. Ach, was gibt es sich? Sag mal. Nur der Mann immer. Ciao, mach ich das auch. Wenn Chris mir das sagt, dann mach ich das auch. Was der Chef sagt, muss gemacht werden. Ja, dann mach ich es nämlich auch. Ja, Chris macht das nämlich auch. Ne? So, jetzt darf ich mich hier wieder nicht verwirren, ja? Christian, sag dir doch jetzt einfach mal selber, dass du das jetzt schaffst. Im Gegensatz zu dir, oder was? Ja, ich mach das extra nicht, weil ich ja will, dass du das von mir schaffst. Ah, das ist übrigens Challenge 2 hier. Das ist Challenge 2. Nee, das ist Challenge 5. Nein, das ist 2. Guck doch mal. Ja. Deine Mama ist 2. Ah, das war doof. Boah, wie kann man eigentlich den letzten Jump fällen? War nicht der letzte. Das war nicht der letzte. Das war ein Jump davor, das war allerdings auch traurig. Okay, dann bin ich jetzt wieder dran, Chris. Ja, ich hab's aber geschafft. Aber ich bin wieder dran, nicht du. Ja, deswegen bin ich auch wieder runtergefallen. Okay. Ich jetzt. Du darfst abwechselnd mal so zum letzten Sprung kommen und den dann jedes Mal fallen. Oh. Und wenn nicht, dann... Oh, jetzt ist wieder Peter, mach mal. Okay. Wenn der Chef das sagt, dann wird das gemacht. Das ist echt genug tot, hier einfach nur so zu gucken. Ah. Das ist echt. Sind wir runtergeflogen? Hä? Ich? Was? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Ich bin noch nicht beim nächsten Sprung. Oh, what the fuck? Sei dich auf der Leiter runtergeslidet. Komm, ich muss mal gerade hier meinen ersten Sprung machen. Peter will jetzt auch endlich mal was schaffen heute. Ich war heute auch schon einmal erster. What the fuck? Ich war schon ein paar Mal erster. Müsste ich mir eine Liste machen für jedes Mal, wenn ich Erster bin. Zwei oder dreimal. Ich war irgendwo auch mal Erster. Stimmt, aber so viele Challenges haben wir heute auch noch gar nicht gemacht, oder? Naja, du warst bei der hier Erster. Wie viel haben wir denn gemacht? Haben wir drei gemacht? Ich glaube, wir haben... Okay. Das ist jetzt die fünfte, ja. Weil davor haben wir vier in dem anderen Haus gemacht. Ich glaube, ich war ich... Ey, willst du mich verarschen? So. Ich slide immer seitlich die Leiter runter. Ah! Ich gerade sagen, dafür habe ich die Sprünge. Zack, unten. Ah, weil man muss vor, weißt du, sagen, aber das musst du mir auch sagen, dass du hinter mir bist. Ja, ich bin jetzt vor dir springen und beschwerst du dich hinterher wieder, dass du ein Face auf einmal hast da. Das Lapis Lazuli-Haus ist so ziemlich eins der größten. Mit Abstand sogar. Alter, was sind denn das für Sprünge, die du hier machen musst? Oben hat das ein Glasdach, deswegen kann ich hier reingucken. Ja, ja. In das Lapis Lazuli-Haus hier. Ja. Mach ich. Aber ich habe in den zweiten Raum eben mal geguckt. Ich finde, das sieht tendenziell eher noch besser aus als der erste. Was muss man denn hier machen? Ja, würde ich dir zustimmen. Ne? Sieht, Und vor allem kannst du theoretisch, wenn du oben gerade rauskommst aus der alten Challenge, dann kannst du direkt die erste Leiter mitnehmen. Und dann einfach durch ich bin auf die Leiter Stimmt, wenn du das natürlich schaffst an der Stelle, dann bist du der König. Ja, das ist Challenge First Try. Also ich komm mal wieder euch zurück. Ich habe jetzt irgendwie viermal in Folge, glaube ich, auf First Try den... Moment. Das habe ich dann auch wieder geschafft. Springen. Ich? Ja. Okay. Ja, ich. Weißt
Ja, kann sein, dass er jetzt mit Selbstgesprächen anfängt, um sich... Wobei, Peter hat auch schon eine Challenge geschafft, oder? Erster? Als Erster? Ne, als Erster... Aber generell so. Das ist ja das Kampf... Generell, das reicht für Peter schon. Bei euch erwähnt man, wenn man Erster wird, bei mir das überhaupt geschafft habe. So, die ja auch machbar ist, muss man sagen. Chris, ja, die ist echt machbar. Chris kriegt das dann jetzt aber. Das ist genau der gleiche Sprung wie hinten an der Dingbahn. Ja, das ist halt, wenn du so spät abspringen willst, weißt du? Dann wartest du zu spät. Alter, ohne Witz, ich slide da immer dann runter, auch wenn ich mich dann noch umdrehe und in die andere Richtung drücke. Vielleicht ist es einfacher, einfach in dieses Loch hier reinzuspringen. Aber das ist doch gleich weit weg, theoretisch. Nee, das ist ein... Ja, aber dafür... Ist halt nach links einversetzt dann. Aber das ist ja eigentlich kein Problem, weil du mit Shift springst du da ja sowieso dann dran. Da musst du zumindest nicht auf den allerletzten Drücker abspringen. Ich spiele das gleich mal aus. You know? Ich mach mal gerade hier den Kack hier vorne weg und dann... Weil so ein Blümchen in der Hand hat. Oh, er hat bitte auch ein Blümchen. Ah! Ja, Chris, du kannst doch nicht die Blumen hier kaputt machen. Vor allem bist du voll rassistisch. Das ist nur eine rote und 7 gelbe Blumen. Ja, ich hatte aber immer 2 rote. Du hast dann eine verloren irgendwie. Roten Blümchen hier am Display. Die rote Blume hat voll den gelben Harem. So kann man natürlich auch sehen, ne? Ja. Genau. Ja, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Das war ja nicht ganz klar, oder? Liegt doch auf der Hand. Klar, wie kotzt du? So, jetzt halt hier rein. So, jetzt sneak ich mich hier. Wo sneak ich mich denn hin? Du brauchst da gar nicht nach ganz außen nicht zu sneaken. Also in das Loch rein ist aber auch irgendwie nicht so das Optimale. Ah! Was tut denn jetzt schon wieder weh? Der Leitersprung, der dir auch immer wehtut. Der erste hier, ja. Mach ihn doch jetzt. Mach ihn. Hallo. Mach ihn. Alter, deine Mutter macht ihn jetzt gleich. Das war jetzt nicht nach vorne. Schneller als du. Das war runtergesneakt. Ja, komm, dann mach du halt nochmal. Ja, siehst du? Wer hat die größere Presse? Und wer kann das untermauern einfach mal? Okay, ich würde sagen, der Punkt geht an Chris. Hallo, ich hab das schon generell öfter geschafft, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, aber das ist traurig, dass du es immer noch nicht geschafft hast. Das Level. Ja, der letzte und wieder, komm. Wieder, geh nach Hause. Kannst du nach Hause gehen? Oder geh nach Hause. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Ohne Witz. Jetzt ist bei mir die Luft raus. Jetzt ist vorbei. Jetzt hat Chris gewonnen. Meiner sprintet nämlich nicht mehr. Boah, ohne Witz. Boah, ohne Witz, ne? Chris, geh mal weg. Ja, dann mach ihn aber auch. Verstehst du? Du stehst jetzt hier schon wieder. Ich hab's schon zweimal versucht in der Zeit. Schon zweimal geschafft auch in der Ach, Zeit. Ach, das geht nicht. Am Arisch. Ich guck mal, zumindest hier in diesem Kreis die Schwierigkeitsstufen wir uns an. Chris, ja. 10. Ja, geschafft. Das ist auch lustig. Lang. Aha, die können wir gleich machen. Also, ja, das heißt gleich, ich glaube, nach der Challenge hier so jo. Ein Pause machen. Ich wäre mal für Omega dann. Professional ist auch? Nein, ist das mit. Kann sogar sein, dass echt harder die vierte Schwierigkeit ist. Ich gehe mal gerade nachgucken, welche Schwierigkeit da wie ist, ne? Nee. Weißt du überhaupt wie oder was? Hey, was machst du? Gehst du dann dahin, wo das ausgeschildert ist? Ja. Kommst du auch? Ich spring jetzt immer bei dem, bei diesem einen. Wir wurden doch danach noch geportet. Ja, genau. Oh. So, wir gucken alle mal. Was? Kommen wir da jetzt zurück? Ja, hier rechts musst du. Das ist easy, medium, hard, harder. Professional, expert und dann könnte ich weiterlesen. Sehr gut. Ja, okay, mein Gott. Dann halt jetzt wieder da hinten hin. War einer von euch weiter als der Anfangssprung? Wow. Sprung.